Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Man kennt es, Zuschauerpost. Das wird echt viel in letzter Zeit. Also ich weiß jetzt hier, ich habe jetzt Paket 2 hier liegen. Die liegen oben im Gästezimmer, weil ich viel gekriegt habe auf einmal. Das ist echt nicht mehr normal. Also ich weiß echt nicht, wo mich das verdient hat manchmal. Also ja, dann sagt man, ja Philipp, machst du coole Videos oder so. Ich hoffe auch nicht, dass es allzu sehr stört, dass man hier die ganze Zeit zeigt, so, oh ja, hier, ich krieg das und das zugeschickt. Aber ja, gibt ja auch EEV-Blog, ne? Da gibt's, glaube ich, Mailbag Monday. Da gibt's sowas jeden Montag. Also schauen wir mal rein, wa? I hope you made lots of spaghetti. Wie ich schon sagte, beginnen wir mit Paket 2. Das kommt von Rudolf aus Tuttlingen, also quasi Lingen, nur mit ein bisschen Tutt dran, weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, er hat schon mal was zugeschickt. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. So, was? Paket 2. Ich glaube, es gibt 3 Pakete von ihm. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ist wohl einigermaßen schwer. Ja, es war sehr gut verschraubt. Und gut ist auch, dass die Adresse unten klebt und nicht hier oben, sodass ich nicht aufpassen muss, dass man hier großartig was sieht. Hier haben wir schon mal ein Stück einer Tastatur, eine Tastatur, noch eine Tastatur, noch eine Tastatur. Warte, ich setze die Kamera eben mal nach oben. So, ja, viele Kleinteile, so Lüfter, Lüfterfilter, Filter, Laptop-Lüfter, Lüfter, oh, noch mehr. Oh, ja, ja, eine ganze Menge, ja, 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 oh, noch mehr, warte, Entschuldigung. Mein lieber Hund, wo kriegt man so viele Filter her? Also ja, die wurden wahrscheinlich immer mal gekauft, aber ob man die wirklich benötigt in einem Gehäuse? Eine LED-Leiste mit Molex-Anschluss, auch noch nicht gesehen. SATA-Kabel natürlich. LED-Leiste mit Lötanschluss. Nochmal dieselben LED-Leisten, allerdings mit Kleber dran. Ach ja, noch mehr Filterlüfter, Lüfterfilter. Ein Filterlüfter ist ein Lüfter, wo ein Filter schon mit angebaut ist. Ah, und hier ganz wichtig, eine Tastatur mit diesem Logitech-Dongle, weil wir hier, oh ja gut, so wichtig ist es nicht, aber hier ist ja dieses Unifying-Symbol drauf. Und ich kann mich erinnern, ich hatte die Tage mal eine Maustastatur mitgenommen. Oder nee, das war bei dem Camping-Video. Da hatte ich so einen Logitech-Dongle mitgenommen. Oh, Cherry. Ja, lautes Ding. Weil du so schwer bist, hast du einen Akku? Ja, können wir ja gleich prüfen. Oh, und das war eine Pumpe. Ein Mäuschen. Diesmal nicht in sehr, sehr schlechtem Zustand. Muss ich nicht mal sauber machen. Sehr vorbildlich. Hatte ich hier noch nie. Und da ist auch, es scheint dieses Soft-Touch-Plastik zu sein, aber das ist noch nicht zurückgekehrt in einen flüssigen Zustand. Oh, das sieht so aus, als wären das Bauteile für eine Wasserkühlung. Ja, irgendwie Verteiler und Radiatoren und was weiß ich. Ja, da muss ich vielleicht einmal ein bisschen durchstauben. Aber ist da noch Wasser drin? Natürlich nicht. Oder glücklicherweise nicht. Das hier muss ich vielleicht später mal rausbiegen. Obwohl, das stört wahrscheinlich eh nicht. Das merkst du wahrscheinlich gar nicht im Airflow-Prozess. Hier derselbe Radiator nochmal von Alpha Cool. Und hier nochmal in kleinerer Variante. Ja, gesleevte Kabel. Allerdings hier, du bist rausgefallen. Ja, da muss man hier so ein Stück zurückbiegen, biegen, und dann kann man dich da auch wieder einsetzen. Entweder so oder andersrum. Ja, müsste ich schauen. Ja, okay, okay, okay. Ich habe sowas noch nie verwendet, beziehungsweise mal so eine Verlängerung, ne? Aber das hier besorgt man sich ja eigentlich nur wegen der Ästhetik, weil man die schwarzen Kabel nicht leiden mag oder beziehungsweise im Extremfall eben bunten Kabel. Das hier alles für ein Bild zu verwenden, wäre, glaube ich, nicht so passend. Wahrscheinlich würde ich eher so ein Kabel davon verwenden, weil es manche Netzteile gibt, wo die 8 oder 4 Pin CPU-Stromkabel ein bisschen kurz sind. Und da kannst du das perfekt als Verlängerung benutzen. So, diese Tastatur hier von Cherry. Ja, kann die Bluetooth oder sowas? Ist das? Ja, dann hat die nur USB. Hören wir jetzt mal. Ich habe getippt, der Hund geht durch den Wald und kann nicht pinkeln. Enter. Ich habe das letztens erst irgendwo gesehen, dass es tatsächlich so ein Kit gibt, wo ganz viele verschiedene Tasten drauf sind, damit man gucken kann, also hören kann, wie die sich anhören. Ich weiß nicht, ist das hier was Besonderes? Ja, ich wechsle immer mal wieder die Tastaturen. Vielleicht finde ich die am coolsten, vor allem, weil man die eben abziehen kann. Ist zum Saubermachen vielleicht auch mal ganz cool. Und du kannst, glaube ich, irgendwas Besonderes. Wahrscheinlich ist einfach nur ein Akku drin. Ja, du bist komplett tot. Kann ja mal schauen, ob du was tust. Ja, immerhin bist du beleuchtet. Ich höre irgendwas. Achso, Martinshorn. Ja, heute ist 1. Mai. Ich habe diesen 1. Mai mal
keinen Bollerwagen gezogen. Ich glaube, du bist auch beleuchtet, müsstest aber mal sauber gemacht werden. Corsair, ja, ja. Ja, bei mir dauert das lange, bis ich mich an eine neue Tastatur gewöhne. Eine neue Tastatur wäre wohl echt mal ganz cool, vor allem, weil solche Tasten hier oben ganz praktisch wären, um Musik irgendwie fortzuführen oder so. Das hatte ich gerade schon einmal kurz gesehen. Das ist ein ganz normaler Block, aber man kann reingucken. Das glaube ich richtig cool. Ich weiß aber nicht, ob es beleuchtet ist. Ich würde sagen, ja, kannst ja mal ausprobieren, aber man sollte die Pumpe nicht trocken laufen lassen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das so schnell herausfinden. Ja, dann brauchen wir noch diese Teile. Und Schlauch natürlich. Hier haben wir diverse Adapter drin. Was bist du? Lüftercontroller. 12 Volt Ground, 5 Volt. Mit einer Spule für Pulsweitenmodulation. Okay. Und was kannst du sonst? Also, wofür ist das? Ja, ich werde es irgendwann wohl mal rausfinden. Hier nochmal so ein Teil. Sogar mit Kondensator drauf. Kannst du was anderes? Ja, ganz viele Lüfteradapter und so weiter und so fort. Das, was ich vor kurzem bei AliExpress noch bestellt habe, habe ich jetzt doppelt. Immer gut. Vor allem solche Adapter, die brauchst du immer mal wieder. Ja, und hier noch ein paar LED-Leisten, manche zum Aufkleben. Diesmal hier mit dem Anschluss, wo du bist. Für solche Fälle habe ich immer noch so ein Netzteil hier. Gehört eigentlich zu so einem SATA-USB-Adapter für externe Festplatten. Ha, ich hab's mir schon gedacht, dass es rot ist. Magie, oder? Drückst du einfach hier dran und funktioniert. Aber du bist auf jeden Fall RGB, weil hier im RGB und dann jeweils 12 Volt mit dabei steht. Ja, die werden alle rot gewesen sein. Wahrscheinlich hat er sich dann irgendwie so ein System zusammengebastelt in rot und sich gedacht, ja, besser zu viele Leisten haben als zu wenige, weil man dann irgendwas zusammenbauen möchte und merkt, ah Mist, jetzt fehlt was und da muss man was nachbestellen. Und dann hört man natürlich nicht auf, den PC zusammenzubauen, sondern ja, macht irgendwie so bedürftig irgendwie weiter. Und das ist dann immer doof. Das hier ist schon das nächste Paket vom selben Absender. Und mir ist gerade mal aufgefallen, dass die Tastatur hier irgendwie nicht geladen hat, beziehungsweise die ganze Zeit nur so komisch blinkt. Und die war die ganze Zeit ausgestellt. Ich habe sie da an der Seite liegen gehabt für 24, 30 Stunden, weiß ich nicht genau. Ja, also scheinbar ist hier dann wohl der Akku irgendwie kaputt. Und das Netzteil kann es jetzt nicht sein. Das hat irgendwie 5 Volt, 3 Ampere, habe ich mir irgendwann damals selber gebastelt. Mit einem BR-Kanal und zwei USB-Anschlüssen. Und einer kleinen LED-Leiste und eigentlich auch so einen Taster, um den PC zu starten, habe ich mir irgendwo Inspiration geholt von irgendwelchen Gaming-Rooms, was eigentlich nur ein Abstellraum gewesen ist. Ja, danke. Aber das Wichtige ist eigentlich nur dieser... Danke! Das Wichtige ist eigentlich nur dieser Unifine-Adapter. Das ist zwar wohl noch eine ältere Generation oder er sieht älter aus, aber die Funktionalität sollte ja gleich geblieben sein. Die kosten noch 15 oder 20 Euro. Eigentlich ist das ganz schlau, dass man mit einem Adapter mehrere Geräte abgreifen kann. Denn nicht jedes Logitech-Gerät, jede Logitech-Maus hat einen solchen Unifine-Adapter. Und das musst du erstmal begreifen, welcher das ist. Also wenn du hier dieses Zeichen da drauf hast, dann ist das ein Unifine-Gerät. Und du kannst auch andere Geräte dann mit einem Gerät paaren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert das wie in der letzten Camping-Folge, wo ich mir so einen Dongle mitgenommen habe und eine Maus und die Maus dann gar nicht benutzen konnte. So, das hat er wirklich sehr gut zusammengeklebt, beziehungsweise dieses Messer ist... Das habe ich zwar mal geschärft, aber ist nicht mehr so das Beste. Soll ich mal hingehen, mir für 50 Euro so ein Messer kaufen, oder? Ich meine, Leatherman ist ja jetzt kein Billigmesser, weiß ich jetzt nicht. Ach, wo es mir gerade einfällt. In einem der letzten Folgen hatte ich ja gesagt, dass ein Zuschauer hier gewesen ist, was bei mir gekauft hat und mir dann eine Grafikkarte vermacht hat. Ich hatte ihn dann gefragt, ob er das wirklich ernst meinte, weil das wohl eine etwas höhere preisige Karte war. Und da hatte irgendjemand tatsächlich einen Kommentar abgegeben, so von wegen, bist du dumm, sowas zu verschenken, da kriegst du doch so und so viel Euro für. Das war dann so ein Kommentar, wo ich mir gedacht habe, ja, den kann ich guten Gewissens löschen. Also, wenn mir da jemand eine Freude macht und trotzdem dafür einen auf den Deckel kriegt, du kannst es zwar nicht jedem recht machen, aber so eine Reaktion. Also, ich habe letztens noch gesehen, was es heißt, keine Erziehung zu haben. Da war ich irgendwo gewesen und dann haben die mich einfach zur Tür gehen lassen, nicht zur Tür begleitet, einfach nur, ja, tschüss, sind zurück ins Wohnzimmer gegangen, obwohl die mich gar nicht kannten oder so. Weiß ich jetzt nicht. Also nicht, dass ich da jetzt großartig drauf achten würde, war nur mal als Beispiel. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich nicht. Klar hat das irgendwas mit Neid zu tun, aber da sollte man irgendwie drüber stehen, so wie bei diesem Messer hier. Ich bestelle mal eben irgendwas, weiß ich nicht. Hab das Paket mal so geunboxt und alles hier hingelegt. Da haben wir zweimal Eiswasser. Crystal Clear ist wohl für Custom-Wasserkühlung, ja. Eine SLI-Brücke, wie mir scheint. Crossfire, Entschuldigung.
einen solchen Adapter von Mini-Displayport auf Displayport, allerdings so kurios angewinkelt. Hier dürfte dann wohl ein Laptop drin sein. Ja, ja. Ach, so ein Lenovo-Teil. Ja, die sind mir im Begriff. Lass mich raten. Da ist einfach nur so ein Celeron drin. Ja, wenn die nur Intel draufschreiben oder nur AMD, dann ist da ein Celeron oder ein Sempron oder AMD eh irgendwas drin. Dann lag das hier dabei. World of Pipe Rock Irish Dance am 30. April. Das Paket kam schon vorher an. Ich hätte theoretisch dem beiwohnen können. Ich weiß aber nicht, ob mir das gefallen würde. Hier haben wir die Netzteilverpackung, da hat er aber schon durchgeschrieben, 850 Watt, 650 Watt drin. Tasche mit drinne Geld, ja, so kann man es auch verpacken. Machen wir hier jetzt ein auf, wie heißt das, dieses russische Auspacken da, wo man die ganze Zeit immer kleinere Pakete hat. Erst 650, dann 1000 Watt und dann, oh, Kühlers. Kühler sind immer gut. Egal wie cool du bist, ich bin Kühler. Oh, das hättest du nicht machen sollen. Den Kleber hier abzukriegen, zerstörungsfrei. Da bleiben immer Klebereste dran. Zumindest laut meiner Erfahrung. Ach, guckt ihr an. Das war vernünftiges Panzertape. Einmal abgerissen, keine Rückstände. Ich kenne es leider nur so. Und ich habe ja schon das von 3M. Gibt es da noch was Besseres? Ich hatte auch mal was wirklich von der Bundeswehr, das war so breit. Also doppelt so breit wie normales Panzertape. Ich weiß aber nicht, wo ich das gekauft habe. Kann gut sein, dass es ein Trödelmarkt war. Als nächstes haben wir hier scheinbar ein Mainboard, ASRock B560 Pro 4. Samt Zubehör. Scheint auf jeden Fall noch jungfräulich zu sein. Sockel 12.000 bzw. sag mal 1200 oder 1200. Ich habe mit dem Sockel noch nie was gemacht, entschuldige bitte. Windows 11 ready, ganz, ganz wichtig. Habt ihr mittlerweile Windows 11 oder seid ihr noch mit Windows 10 unterwegs? Ich sag dir ganz ehrlich, Windows 11 mag ich nicht. So wegen so Kleinigkeiten. Kannst du auch ausstellen hier und da, aber okay. Der hat hier gerade versucht, irgendwie einen Bildbereich zu verfolgen, wo gar nichts war, was es zu fokussieren gibt. Okay, hier entweder eine Grafikkarte oder... Ah nee, es ist eine Grafikkarte. Und zwar eine R9 280X, 3 GB. Yes. Keine Lüftergeräusche. DisplayPort, HDMI, DVI, so wünscht man sich das. Wärmeleitpaste wurde noch nie gewechselt. Dann weiß ich auch, was ich demnächst zu tun habe. So, und hier... Eine MSI 980, Gaming 4 GB, sehr schön. Ja, ja, hier müssen wir mal einen Lüfter ersetzen. Ja gut, da ist Lüfterblatt abgebrochen. Ah, jetzt geht's wieder. Eben ankleben, dann läuft das. Aber nee, wenn ich die Karten schon geschenkt bekomme, wenn sie dann funktionieren. Man kann es ankleben, ja, aber das sieht man erstens. Und wahrscheinlich hat man dann eh eine Unwucht drin und das möchte man, glaube ich, auch nicht. Ja, ich teste die Sachen am Ende eh, dann bestelle ich hierfür noch einen neuen Lüfter. Wird vielleicht 10, 15 Euro kosten und dann hat sich das. Kann auch sein, dass es beim Versand kaputt gegangen ist. Selbst so gut, wie das hier verpackt war, kann ich es mir vorstellen. Sowas passiert eben manchmal. Aber ist ja nicht schlimm, 10 Euro, dann ist, ne, dann ist das gegessen. Und hier hat er noch eine Auflistung gemacht von dem, was er mitgeschickt hat. Guten Tag, Philipp Busch, aka Technikkeller. Wie versprochen, schicke ich dir meine nicht verwendete Hardware zu. Insgesamt 3 Pakete, wäre sonst zu schwer geworden. Ein Paket mit dem Be-Quiet-Gehäuse mit Schrauben ohne Lüfter. Das andere Gehäuse, Corsair 7000D Airflow, wollte mein Bruder haben. Deswegen bekommst du einfach dieses. Alles klar, okay. Versand war recht teuer, dieses Paket über 10 Kilo wiegt. Wäre schön, wenn wir uns da einigen können. Ja, 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 habe ich schon gelesen, machen wir. Zu den Grafikkarten hat er nicht dazu geschrieben, dass dein Lüfter kaputt gegangen oder kaputt wäre. Also ist das wohl beim Versand passiert. Theoretisch könnte man jetzt zu DHL gehen und sagen, du, hier ist kaputt gegangen. Ja, also bei DHL musste ich es noch nicht machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch gerne mal lange dauern kann, bis sie da irgendwie antworten. Und irgendwie habe ich da... Ich bin dafür zu alt, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich dann auch mal eben ausgepackt. Ja, danke. Ja, danke. Das bist du hier. Das ist ein Be Quiet Silent Bass 601. Allerdings mit einem verschlossenen Seitenpanel. Er meinte, die Schrauben oder so, hat er gerade gesagt, sollten fehlen, aber ist ja eigentlich nicht schlimm. Was soll das hier? Dass man da jetzt so eine HDD reinpackt, oder? Gibt es da noch mehrere von? Naja, ist ja nicht schlimm. Meistens brauche ich da eh nur eine mechanische HDD ein für Daten und gut ist. Ich finde allerdings, dass das Gehäuse so ein bisschen langweilig aussieht. Deswegen habe ich mal kurz gegoogelt und man kann für etwa 40 Euro mit Versand ein Glasseitenteil dazu kaufen. Hätte ich dafür jetzt einen üblichen Marktwert von, sag ich mal, 50, 40 Euro für das Gehäuse bezahlt, dann hätte ich das Seitenteil, glaube ich, nicht gekauft. Aber ich finde, da muss man zumindest reingucken können mit ein bisschen Beleuchtung. Das muss ja jetzt nicht blinken bis zum Mond, aber so ein bisschen was, finde ich, sollte auf jeden Fall drin sein. Oder wie findet ihr das?
vielleicht noch eine Wasserkühlung vorne rein. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich passen könnte. Aber hier ist eben eine ganze Menge Platz drin. Ja, mein eigenes Zeug da einzubauen, wird mir, glaube ich, auch nichts bringen, weil ich spätestens in einem halben Jahr dann wieder sage, auch hier beim Crazy Review, ja, hier ist nämlich wieder das Gehäuse und bastel dann hier wieder mir einen zusammen. Was ich allerdings interessant finde, hier unten haben sie zugemacht. Wieso? Ach, hier kann ich dann doch eine Wasserkühlung ransetzen. Ja, okay. Ja, geh wieder zu. Denn ist gerade was richtig Komisches passiert. Das hier ist die Front von dem Teil. Und ich wollte das Gehäuse da so reinlegen, halte das natürlich vorne und hinten fest und reiße erstmal dieses Teil hier ab. Also das ist dazu da, abgenommen zu werden, ja. Aber irgendwie, guckt ihr das an, man kann auch das eigentliche Teil hier abnehmen. Dann muss ich erstmal schauen, ob das überhaupt so stimmt, ob das so richtig ist. Und dann habe ich gerade die Fernbedienung hier liegen gehabt und die Kamera da genauso draufgelegt, dass er dann die ganze Zeit lauter gemacht hat. Auf einmal fängt das hier an zu summen und zu brummen, weil wenn man lauter macht, ne, vor allem wenn man ein 5 Meter langes Kabel hat, da kommt immer ein Netzbrummen mit durch. Ne, da habe ich mich schon erschrocken. Jetzt will ich das Teil da reinsetzen, passt nicht, mach brapp und dann ganz leise. Sehr komische Geräuschkulisse. Bin nämlich hingegangen, habe da mal eben so eine ganz leichte Delle reingemacht. Jetzt kann man das auch nicht mehr abziehen. Hier vorne, eine von den Plastikteilen ist abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade war, aber du willst das ins Gehäuse reinlegen und hast erstmal das hier in der Hand. Be quiet, das ist kein gutes Design. Ja, Testing Time, nur diesmal ein bisschen abgekürzt. Die beiden Karten funktionieren auf jeden Fall, das wollte ich ja wissen. Hier können wir gleich nachschauen, was dann Ersatzlüfter für kostet. Schätzen mal 10, 15 Euro oder sowas. Wärmeleitpaste bräuchte ich eigentlich nicht tauschen. Die Karte war trotz dieses Lüfters bei 65 Grad, du glaube ich bei 70. Allerdings auch angenehm leise jetzt erstmal. Wie das in dem Gehäuse ist, werden wir dann später noch sehen. Aber wenn man ein vernünftiges Gehäuse dafür nimmt, sehe ich da auf jeden Fall nicht schwarz. Was ich hier aber komisch fand, beim Starten lief nur dieser Lüfter, dann kam Auslastung mit MSI Combustor, dann ist die Karte, der Lüfter mit dazugekommen und als ich dann MSI Combustor geschlossen habe, hat sich dieser Lüfter aufgehört zu drehen und der hat nur noch weitergemacht. Ich werde es nie verstehen, bei dir waren die einfach durchgängig an, okay, alles klar. Bei dem Board hier muss ich zugeben, mit dem Sockel habe ich noch nicht gearbeitet bis dato, Sockel 12.000 oder 1200 oder wie auch immer man sagt, da habe ich keine CPU für hier. Hätte ich eigentlich gedacht, aber nee, habe ich leider nicht. Ich habe nur eine Generation neuer und eine Generation älter. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen geschaut, ob man hier in der Umgebung mal eben eine CPU dafür bekommt. Ein i9 für 500 Euro finde ich jetzt ein bisschen viel für mal eben testen. Ich halte da mal die Augen offen und ich glaube 500 Euro für die CPU wären preis-leistungstechnisch, schätze ich jetzt mal auch nicht das Beste. Und so hochpreisige PCs verkaufe ich ja eigentlich auch nicht. Deswegen hole ich ein i7 oder i5 dafür, dann soll das reichen. Und hier zu dir, das würde ich auf jeden Fall auch gerne verwenden. Also die Wasserkühlungskomponenten. Ich habe ja schon mal ein bisschen Wasser dafür, Radiatoren. Jetzt fällt mir übrigens gerade auf, dass das doch zwei unterschiedlich große sind. Und für die braucht man auf jeden Fall ein ordentlich großes Gehäuse. Aber mit dir können wir es ja vielleicht ganz einfach erstmal probieren. Mache ich dann nochmal sauber. Dann muss ich mir noch solche Fittings dafür bestellen. Also 4 Stück. Hier steht in der Anleitung auch, welche Größe ich brauche. Dann ein bisschen Schlauch dafür. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt speziellen Ausgleichsbehälter brauche. Aber eigentlich, wenn ich das hier schon sehe, das dürfte doch dann auch so eine Art Ausgleichsbehälter sein, oder? Also ich muss mich da ein bisschen einlesen. Dann steht hier noch dabei, dass Sockel AM4 gar nicht unterstützt wird für meinen PC. Da gehe ich dann hin und besorge mir dann das hier für einen 10er, die Halterung dafür. Habe ich gerade mal eben kurz gegoogelt und wenn die hier, guck mal, 30%, vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen, wie viel Schlauch werde ich dafür brauchen? Unter einen Meter wahrscheinlich, gell? Ja, dann noch, hatte ich hier noch geguckt, so, was war die Größe gerade gewesen? Ah, das mache ich ganz in Ruhe. Bestelle wahrscheinlich mehr, als ich brauche. Das wäre aber, glaube ich, ganz praktisch, bevor ich dann hier wieder warte und irgendwas vergessen habe. Ja, dann probieren wir das einfach mal aus, gell? Dann gab es ja noch den Laptop, dazu habe ich ein separates Video gemacht, verlinke ich hier oben einfach mal. Ansonsten wird man es jetzt auf dem Kanal finden, eines der letzten neuen Videos. Irgendwas über einen Laptop, ja genau. Und dann hatte ich dem Einsender Rudolf dann noch geschrieben, ihn gefragt, wie das mit der Grafikkarte aussah. Er sagte, er hätte sie nicht explizit vorher getestet. Und wenn man jetzt nicht genau nachschaut beim Auspacken, dann sieht die Karte eigentlich in Ordnung aus. Aber sobald man halt eben dieses eine Lüfterrad angefasst hat, ist es eben abgebrochen. Ich glaube, es war der Versanddienstleister gewesen. Dann hatte ich ihn noch befragt, warum da so viele Luftfilter dabei sind. Hat er geschrieben, zu den Luftfiltern, ich baue bzw. habe viele Ideen für PC-Gehäuse, habe auch schon ein paar eingebaut und dafür brauche ich die ein oder anderen Filter. Die Tastaturen hat er mir zugeschickt, weil er sie einfach rumliegen hatte und gedacht hat, ich könnte sie besser gebrauchen, als dass sie da rumliegen. Und er freut sich über das Laptop-Video, was ich bereits schon gemacht habe. Hab, nicht habt, sondern hab, ja. RGB-Hab. I-Hab.
Ja, und er sagt, ich soll weiterhin lustige und informative Videos machen. Wird gemacht. Obwohl ich in letzter Zeit tatsächlich so um die Abschlussprüfung rum, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, irgendwie so ein bisschen, ja, ich habe mir keinen Stress gemacht, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, so, ja, okay, was soll ich jetzt für ein Video machen? Irgendwie habe ich, also ich habe 1000 Ideen, aber ich kann sie nicht umsetzen, weil die Zeit fehlt und hier und da was ist, aber naja, wird hoffentlich besser. Jetzt auch nach der mündlichen Prüfung, die in 2-3 Wochen ist, dann ist auch hoffentlich da endlich mal vorbei. Also, ja. Passt schon, oder? Oder kommt das Gefühl irgendwo anders her? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich mal ein bisschen gegoogelt und bei eBay habe ich dieses Angebot gesehen. Das sind genau die Lüfter, also einmal mit diesem Drachenlogo drauf und einmal mit dem MSI-Logo. Wenn ich jetzt bei AliExpress schaue, gibt es ziemlich ähnliche Lüfter, aber es ist ganz wichtig, dass wir hier einen 6-Pin-Anschluss haben, dass die beiden Lüfter einzeln Strom bekommen und auch geregelt werden. Hier haben wir nur einen 4-Pin. Und wenn man sonst hier mal so schaut, die Lüfter, also 95 mm Durchmesser haben die alle, die passen alle irgendwie. Aber dann muss man natürlich noch drauf achten, hatte ich ja schon mal gesagt, hier haben wir zum Beispiel vier Löcher. In meinem Fall brauche ich aber 3 in so einem Dreieck. Ja, kannst sogar nachmessen. Aber das hier wird wohl das sein, was passt, kostet 20. Und ich muss beide Lüfter ersetzen, weil das eben ein Kabel ist. Also man kann natürlich auch hingehen, nur einen Lüfter kaufen, die Kabel nachpinnen, umlöten und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt bestelle bis zum 19. Mai, das sind 3 Wochen Standard, kaufen wir. Tastaturmäßig begeistere ich mich zwar für verschiedene Formen von Tastaturen, aber im Endeffekt ist es dann leider so, dass ich mir dann auch die Frage stelle, wie viele Tastaturen ich gleichzeitig verwenden möchte. Das sind 2. Vielleicht noch in der Firma eine, aber da habe ich ja schon eine. Also denke, die werden hier vergammeln. Weiß ich jetzt nicht. Also ich versuche manchmal, wenn ich einen PC verkaufe, die noch Leuten anzubieten, aber dann müsste ich die noch sauber machen. Und meistens sind die Tastaturen dann auch ein bisschen zu unsauber und dann die Mühe machen, alle Tasten einzeln raus und so. So schade es klingt, ist manchmal auch nicht mehr zeitgemäß. Nicht wahr, Lukas? Wenn du zuguckst, ich weiß es nicht. Jedenfalls, hier waren Doppel-A-Akkus drin, die habe ich extern geladen und jetzt kann man das Teil, glaube ich, auch wohl irgendwie benutzen. Ne? Ja, du leuchtest, also man kann ja auf jeden Fall wieder was machen. Aber der Unifine-Adapter, der dabei ist, der war kaputt, der verliert nämlich die Verbindung nach einer halben Minute. Unifine-Adapter von mir, habe einen anderen probiert, bei denen ist das nicht so. Ich habe auch eine Maus von mir mit dem zusammen verbunden, funktioniert eine halbe Minute dann nicht mehr. Also, ja, passiert. Dann würde ich aber sagen, war es das jetzt erstmal. Ich werde mich ein bisschen einlesen zum Thema Wasserkühlung bzw. Kastenwasserkühlung, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Also kann witzig werden. Wird's hoffentlich auch. Ich meine, unwitzig kann ja jeder. Also ja, bedanke mich aber natürlich auch fürs Zuschicken der Teile. Die Wasserkühlung haben wir gerade gesehen, beziehungsweise den Block. Ist das auch gleichzeitig, vielleicht steht es auch in der Beschreibung von dem Teil, muss ich gucken, ist das auch gleichzeitig so eine Art Ausgleichsbehälter oder brauche ich da noch extra was für? Weil eigentlich, wenn ich das ein bisschen voll mache, so ein bisschen hin und her wackle, ein bisschen kurz laufen lasse und die Luftbläschen dann irgendwann mal draußen sind. Doch, das muss ein Ausgleichsbehälter sein, wenn man da sogar schon reingucken kann, ne? Wofür soll das sonst da sein? Wenn man vielleicht farbige Kühlflüssigkeit verwendet, ja gut, kannst du machen, aber ja, ich glaube, die Frage habe ich mir gerade selber beantwortet. Okay, auf jeden Fall, danke fürs Zuschicken, danke fürs Zuschauen, dabei sein und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Merkt man übrigens, dass ich jetzt wieder eine andere Linse verwende. Ich habe ja einmal diese hier und dann die mit 10 mm. Da siehst du ein bisschen mehr mit, aber die hier hat immer noch die bessere Tiefenunschärfe. Hätte ich wahrscheinlich nochmal das Doppelte ausgeben müssen, damit ich dann hier F2.8 oder so habe, wie jetzt in diesem Fall. Ja, dann sieht man nicht, dass ich nicht aufgeräumt habe. Sag ich jetzt mal so. Du kannst ja auch nicht aufräumen. Also ist zu klein. Wird Zeit für ein eigenes Studio oder so, aber wenn ich jetzt so die Einnahmen sehe, wird das immer unwahrscheinlicher. Weiß ich jetzt nicht. Ja gut, aber jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss.